Lasst uns über das Bakugyo-Serum von Isana sprechen. Und vor diesem Video habe ich mich so ein bisschen gedrückt, ne? Also das ist ja keine neue Serie. Und die Serie, die ist top. Es gibt Produkte, die waren schon ein bisschen länger im Sortiment von Rossmann. Und es gab Produkte, die sind halt neu dazugekommen, sodass sie halt einfach so ein ganzes Produktbild hatten oder haben. Das gefällt mir unwahrscheinlich gut und jetzt sehen die Sachen ein bisschen mehr nach Skincare aus. Aus dieser Reihe liebe ich eben den Hydrator. Ich mag das Glycerinserum und ich mag das Niacinamidserum. Also Glycerinserum werde ich mir auf jeden Fall auch mal wiederholen, wenn es mal wieder reinpasst. Aber auch das Bakugyo-Serum ist richtig gut. Aber wie schon erwähnt, habe ich mich so ein bisschen davor gedrückt, das vorzustellen, weil es gibt unwahrscheinlich viele Leute, die sehr viel Gas in der Skincare geben und halt keine Ahnung davon haben, wie sie was kombinieren. Klar, es gibt so die Bros sind bei mir auch so ein bisschen zu Hause. Aber es gibt halt immer wieder Leute, die es eben nicht so ganz verstehen. Und das sieht man besonders, wenn ich Videos mit Säuren mache oder so. Das sieht man da ständig darunter, dass dann gefragt wird, wieso reagiert meine Haut. Und hier ist, deswegen ist das Produkt auch so gut, hier ist Retinol drin. Hier ist richtiges Retinol drin. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, euch Sachen vorzustellen, wenn irgendwelche Derivate drin sind oder wenn die Konzentration einfach nicht stimmt. Hier stimmt sie. Ne? Also man braucht nicht viel Retinol, um was zu erreichen. Mehr ist mehr, hat bei Retinol nichts zu sagen. Ne? Also man hat auch eben das Bakugyol, aber das Retinol ist eben die Komponente, die eben bei Menschen reagieren kann, die es halt gar nicht vertragen. Ne? Oder noch nicht so viel Ahnung mit Retinol haben und das noch nie ausprobiert haben. Es hängt auch immer so ein bisschen vom Hauttyp ab. Ne? Also was für ein Hauttyp bist du? Mein Hauttyp ist fettig, ich bin 45 Jahre alt. Und wenn du so eine fettige Mischhaut hast mit großen Poren, die verträgt ein bisschen mehr. Und beim Retinol ist es halt das Besondere. Ich werde dir mal mein Video zum Retinol unter dem i verlinken. Das ist ein kurzes Video, da guckst du auf jeden Fall mal rein, da habe ich nur den Wirkstoff erklärt. Den müssen wir sowas über Bakugyol machen. Und es ist wirklich wichtig, dass wenn du noch keine Ahnung von Retinol hast, geschweige denn, wie Retinol auf deiner Haut funktioniert, sei ein bisschen zaghaft mit dir und deinem Gesicht und deiner Haut. Denn nicht denken, oh, meine Haut wird sich schon dran gewöhnen, das ist nie gut. Ne? Und Retinol kann halt eben auch zu Reaktionen auf der Haut führen. Auch in der kleinen oder in der niedrigen Konzentration. Also da sehe ich nicht wirklich davon blenden lassen. Isana, und das finde ich richtig gut, erklärt das auch auf ihrer Homepage. Ich werde dir auf jeden Fall die Produktseite mal unten rein verlinken. Da könnt ihr nämlich sehen, wie ihr das kombinieren könnt und wie das Produkt halt aufzutragen ist. Retinol wird nur einmal am Tag aufgetragen und es wird nicht 7-mal in der Woche aufgetragen, sondern maximal 2 bis 3 Mal. Ich sag bei Anfängern sogar noch, probier es nur einmal aus, einmal pro Woche. Und dann in der nächsten Woche wieder. Na, und wenn du besonders neue Serien bei dir in die Routine mit einbaust, dann musst du einfach Obacht geben und schauen, dass du halt nicht zu viel miteinander kombinierst. Und wenn du eben ein Serum hast, wie jetzt dieses hier, was ein bisschen reizender für die Haut sein kann, lass mal alle anderen Serien weg, um einfach zu gucken mit Reinigung und danach Creme, um einfach mal zu gucken, wie agiert das so in der Kombination? Dann kann man immer noch andere dazu packen. Also hier bitte vorsichtig sein. Und wer Retinol verwendet, es gibt die Leute nämlich immer noch da draußen, wer Retinol verwendet, muss Sonnenschutz tragen. Muss, ne? Also es gibt immer noch die Leute, die es eben nicht machen, tragt Sonnenschutz. Also ihr tut euch nur gut. Und wenn ihr euch mit Skincare beschäftigt und das halt eben immer noch nicht tut, weil ihr das als unnatürlich anseht, euch bringen auch die anderen Wirkstoffe dann einfach nichts. Ne? Weil gerade Retinol muss eben auch vor Licht und Luft geschützt werden. Also ist das Fläschchen schon mal eine richtig gute Sache.
Wir haben hier, lass mich nicht lügen, ja 30 Milliliter und ist halt immer noch mein erstes Fläschchen, denn ihr wisst ja, ich probiere immer viel rum und macht nicht den gleichen Fehler wie ich, einfach zu viel offen rumstehen haben. Skincare gehört nicht gesammelt, sondern benutzt. Ne, weil hinterher schmeißt man es nur weg. Und mit 5,99 € kannst du wirklich nichts sagen. Ein Disclaimer gibt's. Schwangere sollten davon abwägen, was mit Retinol auf der Haut aufzutragen. Ne? Also da wirklich vorsichtig sein. Vielleicht auch mal seinen Arzt darüber informieren, dass man vielleicht Interesse hat. Aber der wird wahrscheinlich genau das Gleiche sagen wie ich. Schwangere kein Retinol. Es ist ansonsten ein richtig guter Inhaltsstoff und ich vertrage das auch in einer höheren Konzentration. Bin auch ganz gespannt auf das Ceramid-Serum, was ich mir gekauft habe. Das werde ich euch auf jeden Fall auch noch vorstellen. Und ja, es ist jetzt eine ganze Weile in meiner Routine gewesen und es ist fest bei mir in der Routine. Ich nehme es jetzt nicht jeden Tag, weil, wie schon gesagt, lass dir deine Haut nicht aus. Bei mir ist es auch so, ich komme an meine Grenzen, wenn ich beispielsweise in der Woche schon mehrfach Säure angewendet habe und Säure mit Retinol kombiniere. Und da ist es auch schon in so einer niedrigen Konzentration so, dass auch meine Haut reagiert ab einem bestimmten Punkt. Aber macht es nicht, ne? Also schaut nicht, wo eure Grenzen sind, sondern guckt wirklich so, wo ist der Punkt, wo die Haut reagiert. Und da müsst ihr halt dann rückwärts gehen. Ne? Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also nicht sagen, nicht denken, oh, ich kann es bis dreimal die Woche verwenden, einmal am Tag, und dann feststellen, dass man das gar nicht verträgt. Fangt mit einmal pro Woche an, wenn ihr wirklich Anfänger mit Retinol seid. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ob ich mir das Produkt nachkaufe? Auf jeden Fall, denn für 5,99 € kannst du wirklich nichts sagen. Und das ist halt wirklich, das geht super gut in die Haut rein. Mir gefällt auch irgendwie dieses Milchige. Ich mag den Spender, ich mag das Fläschchen, ich mag das Aussehen von diesen ganzen Produkten und hoffe, dass da das ein oder andere Produkt vielleicht noch dazukommt. Denn ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Wirkstoffe in der Drogerie, also so einzelne Wirkstoffe, weil es gibt es halt ganz oft, dass es das irgendwie kombiniert ist und das mag ich nicht, weil ich die Sachen halt einfach gerne einzeln auftrage. Kennst du das Produkt? Hast du es ausprobiert? Wie hast du es vertragen? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle ab, sage danke fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.